Frank, dein REMF-Charger ist fertig. So, hier schaut er aus. Auf die Schnelle halt, ne? Du hast schnell einen gebraucht, also das ist das, was ich auf die Schnelle mit gutem Gewissen zusammenbasteln konnte. Hat ein 3,5 Ampere Netzteil, was durchaus hier am Output dann 5, 6 Ampere bringen kann, wenn der Akku leer ist, ne? Wenn er voll ist, so wie der hier, dann hat er so eine Art Erhaltungsladung. Die erste Stufe ist die Freizockstufe. Ja, das ist praktisch also die Mitteleinstellung hiervon. Ganz rechts ist aus. Mitteleinstellen ist Freizocken. Das ist dann für Akkus gedacht, die bei 0 Volt rumgurken, ne, wo ihr irgendwann mal vergessen habt, das Licht am Auto auszuschalten, ne, wo dann bei 1 oder 2 Volt noch ist der Akku. Dafür ist der Modus dann. Ja, und wenn er dann in dem Modus so bei 10, 11 Volt ungefähr, dann ist die Batterie, dann könnt ihr umschalten in den normalen Lademodus. Der ist ganz links. Und wie gesagt, der Akku ist jetzt schon ziemlich voll, deshalb haut er hier auch nur noch 1 Ampere ungefähr rein. Aber so hier muss das aussehen und klingen. So, wird er voll gesungen, der Akku jetzt. Alles klar. Ich denke, du weißt Bescheid, ne? Ganz links, ganz normal laden. Da kannst du auch ewig dran lassen, den Akku. Der ist so eingestellt, dass hier die Ladeschlussspannung genau bei 15 Volt ist. Und von daher werden die Akkus dann auch nicht überladen. Ja, also wenn kein Zellendefekt ist, ne? Wenn irgendeine Zelle defekt ist, also schon ab und zu mal gucken, ne? Wenn er dann irgendwie stehen bleibt bei 12 Volt und hier immer noch ordentlich der Ton ziemlich heftig klingt, dann hier mal ranfassen, gucken, ob eine Zelle warm ist. Und wenn eine Zelle warm ist, ist Zellenkurzschluss und dann hat es keinen Sinn. Alles klar, bist du im Bilde. Ich wünsche viel Erfolg bei euch im Seeboss. Ahoi.